Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Dining room. Miau, willkommen zu Resident Evil 1, dem HD Remaster. Ja, quasi eröffnet das jetzt unsere schöne Resident Evil Spielreihe, auch wenn das natürlich eigentlich nicht stimmt, weil wir Resident Evil 7 ja schon gespielt haben, plus DLCs, aber die ganzen Klassiker starten wir jetzt. Ich bitte euch, seid gnädig mit mir, denn ich habe den ersten Teil hier zwar mal angezockt, aber ja klar, auch mal bei den Rocket Beans und so reingeschaut,
Aber an sich ist es wirklich schon blind. Was wahrscheinlich für viele von euch völlig unverständlich ist, weil Resident Evil natürlich einer der großen Klassiker ist und ihr den wahrscheinlich alle in- und auswendig könnt. Deswegen versuche ich auch nicht ganz so viel im Vorfeld aufzunehmen, damit ihr mir Tipps geben könnt. Tipps gerne. Sagt mir auch, wenn ich unbedingt irgendwas vor einer anderen Tat machen soll. Bin ich natürlich auch sehr dankbar drüber. Und ja, aber ansonsten nicht spoilern. Überraschenderweise treffen sich ja immer mehrere Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Deswegen schreibt mir bitte, ist es für noch irgendjemandem außer mir blind? Ich wüsste es gerne. So, ich habe euch ja gefragt. Und ja, wir spielen mit Jill. Ihr wolltet das alle so gerne. Meinen lieben Chris habe ich jetzt ja doch noch abbekommen im DLC zu Resident Evil 7. Ink Ribbon for Typewriter. Yes. Denn sonst können wir ja nicht speichern, wa? Können wir auch direkt mal machen, würde ich sagen. Hallo. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden? Ja. Schön. Ja, ich bin ja... Ja, seht ihr, da habe ich nämlich schon mal angefangen zu zocken. Ihr seht, so weit kam ich nie. Machen wir halt nochmal den großen Speisesaal. Ja, ich bin ganz froh, dass ich durch Resident Evil 7 die ganzen Mechaniken schon kenne. Ich habe einen heiden Respekt vor dieser Spielereihe, weil ich finde, dass diese alten Horrorspiele alle voll schwer waren. Allein schon so vom Handling. Und was ich hasse, ist dieses. Zack. Der Blickwinkel ändert sich einfach. Das geht jetzt gerade noch. Aber da werde ich lange brauchen, bis ich mich dran gewöhne. Vor allem, weil man dann ja teilweise die Steuerung sofort umstellen muss, weil auf einmal müssen wir in eine andere Richtung drücken. Das ist nicht so meins, aber ich bin mir sicher, wir werden uns noch dran gewöhnen. Ein großer, schmutzverkrusteter Krug. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ja, alles klar. So. Hier können wir doch noch mehr tun? Symbol mitnehmen? Ja. Objekt untersuchen, wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Okay. Statusdings war, glaube ich, mit N. Genau. Symbol. Prüfen heißt das wahrscheinlich. Oder? I don't know. Ja, ist nämlich nicht Z, sondern Y, das dachte ich mir schon fast. Ja, sieht hübsch aus, ne? Sieht hübsch aus. Okay. So, wir latschen natürlich erstmal nochmal hier lang. Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Ich kam zwar noch nicht so weit, das verwenden zu müssen, aber ich weiß schon, dass das irgendwas mit der Uhr hier zu tun hat. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Kurz ist der Stundenzeiger, der ist in grün, der lange ist der rote. Ne, ich weiß Bescheid, aber ich weiß noch nicht, wie ich damit interagiere. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Oh, das klang fies. Kann ich eigentlich nochmal mit dir reden? Barry. Eher nicht. Okay. Danke für das Gespräch. So. Wie gehe ich da nochmal durch? Einfach so. Ich mache jetzt was, was ich für relativ schlau halte. Ich gehe jetzt einfach wieder zu Barry zurück. Statt den Zombie zu erschießen. Barry! What is it? Look!
Look out! It's a monster! Let me take care of it! Geil, Barry, geil! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Genau, denn ich habe das sonst immer selber erschossen, das Zombie. Aber der kommt ja so oder so durch die Tür, deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal gedacht, vielleicht kann ich das ja auch gleich von Barry erledigen lassen und es hat funktioniert. Ja, er ist aufgestanden oder wie ist das? Das mit dem Zielen finde ich auch noch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ist weg. Ja. Der Zombie ist weg, oh mein Gott. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Okay. Ist natürlich lustig, weil diese Halle gar nicht mal so groß ist und es ist auch schön, wie er "Lass uns beide danach suchen" interpretiert, nämlich er steht einfach nur hier so rum. Aber ich habe das Gefühl, so wird uns das noch öfter gehen. So, hier darf ich noch nicht durch, ne? Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Okay. So, bin einmal im Kreis gerannt. Und du? Muss ich noch da hoch? Ach. Seht mal, wie gewitzt. Hat Maul nur so ganz leicht erkannt. Würdet ihr gerne in so einem Haus wohnen? Ach ja, ich hasse es. Da lang. So, genau. Ich finde es ja ein Ticken zu groß. Was das auch für Heizkosten mit sich bringen muss. Sie können vor Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Okay. Und da fällt mir wieder ein, wie gerne ich in der Uni mal eine Abhandlung geschrieben hätte über Gemälde in Videospielen. Fände ich so spannend. Würde ich mich doch mehr mit Kunstgeschichte auskennen. So, jetzt habe ich aber überall geguckt, oder? Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Meine Hände sind zu groß und männlich. Dietrich. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Aber ich weiß ja schon, dass da, wo ich vorhin den ersten Zombie getroffen habe, ist doch, glaube ich, auch noch mehr, was ich mir angucken kann. Quasi sah sie. Ich bin jetzt halt direkt in die Richtung von Le Zombie gerannt. Ich freue mich auch schon an dem Tag, an dem ich es hinkriege, dass sie einfach gerade läuft. Da war ich jetzt nämlich nur gar... Nee. Oh. Oh, nee. Das machen wir heute noch nicht. Wir haben noch so viel Zeit. Ich möchte das noch gar nicht machen. Ist wahrscheinlich wieder der hier lag, oder? Die Hand von ihr glänzt so, aber ich glaube, ich kann damit nichts tun. Ja, so viel zum Thema. Ich untersuche das Esszimmer. Schönen Dank auch. So, ich gehe direkt speichern, damit wir dieses Intro-Gedöns nicht nochmal machen müssen.
Okay, und dann würde ich sagen, war das heute mal das Intro zu Resident Evil und morgen geht's hier ganz unterhaltsam weiter. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Ihr habt's ja gesehen, ich drücke mich gerade so ein bisschen, aber lange wird's nicht gut gehen. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo wir auch gesagt haben, dass wir untersuchen gehen. Und bin ganz gespannt, was mich da morgen erwartet, denn viel weiter habe ich selber noch nicht gespielt. Ein Stückchen noch, aber ab dann bin ich echt aufgeschmissen. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr freut euch ein wenig auf diese Reihe. Und ja, hinterlasst mir gerne einen lieben Kommi und schaltet morgen wieder ein. Startet gut in die Woche. Gutes Nächtle. Bye, bye.